Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. So, ein Hut steht Arthur definitiv gut. Ich habe es immer wieder vergessen, danach zu gucken. Ich muss noch mal gucken, dass ich mir den hole. Wow, wie genial sieht das denn bitte hier schon wieder aus, da rechts mit den Partikeln. Hammer. Richtig, richtig nice. Was wollten wir denn jetzt heute nochmal machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin schon wieder verwirrt, aber das heißt schon wieder, es ist halt ein Dauerzustand bei mir, ne? So, ich hatte C. Blond rausgeholt, weil ich ihn nochmal ein bisschen leveln wollte. Oh, den würde ich gerne vom Pferd holen. Der hat nämlich ein ausgesprochen schönes Pferd. Wo konnte ich nochmal? Da, genau. So, jetzt haben wir einen Hut auf. Jo, zack. Und was wollten wir jetzt nochmal machen? Jetzt lasst uns mal ganz kurz auf die Karte gucken. Die Map, ja. Ich bin ja quasi überall gesucht. In manchen Orten tot oder lebendig. Manchmal ist es auch nicht ganz so schlimm. John Marston, es geht weiter in Valentine. Oh Wunder, wer hätte das gedacht? Und dann würde ich sagen, auf nach Valentine, hier in der wunderschönen Morgendämmerung. Nachdem wir in der letzten Folge beim Überfall auf den Zug dezent verkackt haben und wir jetzt ein noch größeres Problem an der Backe haben, müssen wir mal gucken, wie wir das wieder ausgemerzt bekommen. Das Problem ist halt echt, ich kann langsam nirgendwo mehr rumreiten, ohne auf Gesetzeshüter aufpassen zu müssen, die mich gerne einen Kopf kürzer sehen wollen. Das ist echt ein bisschen doof. Das ist ein bisschen sehr doof. Und wisst ihr, was auch sehr doof ist? Dass mein Aufnahmetool schon wieder sagt, Low FPS detected. Warum denn? Mein PC macht nichts und hier sollte eigentlich auch keine Low FPS sein. Das nervt doch dezent. Oh, was? Die Waffe backt durch den Hals. Ich muss erstmal wieder ein Wörtchen mit meinem PC reden. Ja, scheiße, ne? So, da war alle Aufregung umsonst. Ja. Es war wieder alles in Ordnung. Aber seitdem ich in Red Dead jetzt schon ein paar Mal Probleme gehabt habe mit dem Ton, dass der eben irgendwie komisch abgehackt war. Jetzt habe ich das schon wieder die Meldung unten drin. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Normalerweise reicht es dann halt einfach einmal kurz den PC, also das Programm neu zu starten. Aber warum Low FPS detected? Weil er zeigt mir eigentlich auch an, dass ich 60 FPS hätte. CPU nur zu 30% ausgelastet, Arbeitsspeicher auch nicht mal zu hell. Also ganz, ganz komisch. Naja, aber scheinbar eben mit dem ersten Schnipsel war alles in Ordnung. Dann lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen und hoffe, dass ich dann jetzt nicht irgendwann mitten in der Aufnahme doch noch Probleme bekomme. Das wäre ärgerlich. Also zurück nach Valentine. Ich bin unheimlich gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja noch so mega viel vor uns, was wir noch machen können. Also ich bin echt gespannt. Also ich bin echt gespannt, was noch alles ansteht. Ich habe ja wirklich viele Nebenmissionen bislang gemacht, die Hauptstory ein bisschen schleifen lassen. Weil ich lange gedacht habe, okay, ich kann nicht nach Blackwater. Fräulein Hasenfuß hat eine rostige Hose. Aber ich muss da rein, auch wenn ich da tot oder lebendig gesucht werde. Das sieht aus, als ob der ein Pony reiten würde, ganz ehrlich. Ja, aber Morgan Horses sind ja tatsächlich klein, aber das sieht halt echt unter Arthur aus, als wäre es ein Pony. So mega zierlich. Das ist eigentlich ein Grund, weshalb ich die Morgans nicht ganz so super gerne mag, weil mir die Pferde, die mehr im Warmbluttyp stehen, eigentlich lieber sind. Die einfach ein bisschen mehr hermachen unter ihm. Ich finde, die stehen Arthur einfach besser. Könnt ihr mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Vielleicht sagt ihr jetzt, wie, das Pferd steht ihm besser. Aber man sagt es so ein bisschen schon mal in Reiterkreisen. Oh, my glad I found you. Oh. Arthur, they got Bill. What? Who has him? Bountyman. I found their cam nearby. They got Bill tied up. I'm gonna go take care of it. Come on. Oh, sloppy Bill. Yeah, well. You coming? All right. Lead the way. Why are you hassling me? Easy.
Ja gut, dann hinterher. So how'd you find him? He said he was going hunting, never returned. I was able to track the tracers pretty easily. But only a matter of time before they decide to pick up camp and head for town to collect the bounty. Guess we're in sights again. When are we not, Arthur? Fair point. What'll oh, you do? Ain't for me to say. Doubt Bill will like it, whatever it is. He's a problem. We all know it. Is that for me to say? I think it is, Arthur. Well, let's save his ass first. Worry about how to kick it later. Damit hatte ich ja jetzt gar nicht gerechnet, dass wir so unterwegs schon abgefangen werden, quasi. Wo müssen wir denn hin? Sehen wir das irgendwo auf der Map? Wo wir hin müssen? Nee. Scheinbar nicht. Und scheinbar kann ich ihm auch nicht einfach folgen. Oder? Doch, ich glaube, jetzt bin ich im Windschatten. Ja, jetzt passt es. Jetzt muss ich nicht mehr selber lenken. Okay. Okay, we're getting close. Okay. There they are. On foot from here. Was tust du? Ein sehr eleganter Abstieg. Das war wohl der sterbende Schwan. Stake out your position. Ich muss mir auch mal bessere Waffen suchen. Ach so, okay. Jetzt habe ich ihn. Hijo de putas! Da haut einer ab, da haut einer ab. Da haut aber einer ab, Leute. Puh. Ich möchte erstmal plündern, ansonsten lasst ihr mich wieder nicht plündern. Ich kenne euch doch mittlerweile. Guck, außerdem kümmert er sich ja jetzt schon drum. Oh, thanks, Javier. I owe you for this. Well, I'm gonna head back to camp. Find a bottle and nurse these bruises. Yeah. I'm headed to camp as well. Thanks, Arthur. What's next? Gerne, gerne, warte mal, hier ist doch noch. Müsst ihr doch noch einen. Da, jetzt kann ich ihn plündern. Ah. Waffenöl, sehr schön. Ist noch irgendwas anderes, was ich aufheben kann? Warte mal. Nee, den wollte ich. Ach, Arthur. Das war jetzt ein Missverständnis. Ich wollte nicht, dass du den Kerl aufhebst. So, und hier unten war doch noch einer, den ich eben noch zum Schluss erschossen hatte, als er abhauen wollte. Easy now. Oh, guck mal, hier haben wir sogar noch Kräuter, die wir einsammeln können. Schafgarbe. Kann ich nur noch essen, weil ich davon schon so viel habe. Dann muss ich die mal verarbeiten. Ich glaube, die ist gut fürs Dead Eye, wenn ich das richtig im Kopf habe.
die Gesundheit wieder her. Okay, ich muss mich auch dringend noch um C-Blond kümmern, denn der hat schon so einen roten Ausdauerkern. Das ist auch nicht so super geil. So, einmal striegeln, einmal füttern und dann denke ich, kann die Reise weitergehen? Oh, er mag uns. Du bekommst einen Pilz. In der Hoffnung, dass du jetzt nicht sonst was siehst. So, ja, Valentine ist trotzdem immer noch unser Ziel. Können wir hier... Oh, nein, hier können wir nicht runter. Können wir schon, aber einmal und nie wieder. Vielleicht auch nicht so die ganz sinnvolle Art. Ja, komm, hopp. Halt, warte mal, hier kann ich aber runter, oder? Doch, doch, hier kannst du runter. Ne, will er aber nicht. Du wärst kein gutes Derby-Pferd. Den Wall würdest du in Hamburg schon mal nicht runterkommen. Oh, die Kinokamera hat wieder nicht funktioniert. Sehe ich hier eigentlich irgendwo Wildpferde? Nee. Aber eine sehr schöne Gegend. So, dann reiten wir jetzt halt erstmal so. Eigentlich hätte ich ihn noch mehr füttern müssen. Er ist doch so ein bisschen zickig, ne? Man könnte manchmal meinen, es wäre eine Stute. Oder bin ich falsch? Nee, da hinten ist Valentine, ne? Ja, ich war falsch. Aber da links sind... Nee, das waren keine Wildpferde. Das, ja. Die haben jemanden auf dem Buckel. So, hat es jetzt funktioniert mit der Kinokamera? Nein. Hey, ja, 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 ja. So, dann folgen wir jetzt den Eisenbahnschienen. Aber ich meine, irgendwo hier in der Ecke hätte es auch noch Wildpferde gegeben. Wenn mich nicht alles täuscht. Also Wild gibt es ja hier jede Menge, aber Wildpferde, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Müssen wir aber auch nochmal machen. Wir müssen zum einen mal den weißen Araber holen. Ich wollte überhaupt generell nochmal nach Wildpferden suchen. Oha, nimm mir hier mal nicht... Oh ja, ich wollte gerade sagen, nimm mir mal nicht die Vorfahrt. Haha, der kommt ja von rechts. Oh. Jetzt sei doch mal nicht so zickig. How you doing, friend? Howdy. Wo müssen wir denn hier? Ach, da. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about and you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting... That might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot.
That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen, Dutch is... Well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Okay, wir müssen was abholen. Was denn? There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. Hello? I already don't like how this is going. Okay, hier sollen wir es anbinden. Nicht da links, hier. Ja. Ist ja gut, ich bin gleich wieder da. Hoffe ich. Wieder einfach mal die Zügel da nur dran schmeißt. Oh, Waffen. Yep. Can you head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later.